bin Freunde Let's Play und heute melde ich mich zurück aus dem Landwirtschaftssimulator 19. Denn ein super Add-on ist erschienen, nämlich das Strohbergungs-Add-on, das ich euch heute in einer Mod-Vorstellung vorstellen möchte. Ich fange damit an, indem ich euch die ganzen Fahrzeuge im Shop zeige. Die wichtigsten Sachen finden wir unter Werkzeuge und Beintechnik. Hier. Das erste ist der B50AR03, kostet 6430 und kann eigentlich kann mit den Farben auf eigentlich alle Farben geändert werden und hat eine Ankupplungstyp zur Konfiguration. Ja, Frontlader, Telelader, Radlader und Frontlader. Der Frontlader habe ich eh schon gesagt, glaube ich. Gut, das kostet dann in der Miete, also im Leasing, 327 Euro. Dann haben wir den B50AR05 für 14.200. Der kann auch in allen Farben geändert werden und kostet 724 Euro im Leasing. Da gibt es keine Ankupplungskonfigurationen, denn der ist so schwer, dass ihn anscheinend nur ein Radlader packen kann. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Klaas Radlader aus dem, da gehen alle drei aus dem Klaas Add-on oder die Pentanium Edition. So, dann haben wir den V-Grab. Kostet 4.500 Euro in der Anschaffung oder 229 Euro im Leasing. Die Farbe kann wieder mal auf alle geändert werden und hier gibt es wieder die Anbaukupplungstyp als Konfiguration, nämlich Frontlader, Telelader, Radlader. Ja, gut. Gut, dann haben wir hier die eigentlich sozusagen Hauptmaschinen, nämlich die Comprina V180XC. Da haben wir eine Konfiguration mit Verbrauchsmaterial auffüllen, manuell oder automatisch. Das kostet dann 10.000 Euro mehr. Dies kostet 81.700 Euro in der Anschaffung oder 4.166 Euro im Leasing. Wenn ich es manuell auffüllen möchte, kann ich das tun, dann kostet es halt nichts. Sonst werden die immer automatisch nachgefüllt und ich muss nichts machen. Was man da auffüllen muss, zeige ich euch dann später. So, das nächste ist der Big Pack, also die Krone Big Pack 1290 HDP 2 wahrscheinlich. XC kostet 319.000 in Anschaffung oder 16.269 Euro im Leasing. Anhängekupplungen haben wir Ballenschuhe, das ist das hier hinten. Das ist so wie bei einer normalen Ballenpresse halt, dass die da einzeln rauskommen. Oder in dem Fall kann man auch Bale Collect 1230 auswählen. Das ist das nächste Fahrzeug, das zeige ich euch dann gleich. Dann Verbrauchsmaterial auffüllen, ist wieder manuell und automatisch. Da zeige ich euch auch noch, was man da auffüllen muss. So. Das ist jetzt dieser Bale Collect 1230. Ja. Der kostet 29.580 in der Anschaffung und 1.508 Euro im Leasing. Er kann eigentlich nur drei Ballen, sozusagen aufnehmen. Die werden dann von der Big Pack. Statt einer Ballenschuhe, die werden ja sonst runtergelassen, aber hier werden sie auf diesem Bale Collect geladen und da kann man bis zu drei Ballen laden. Da kann man dann aber noch unterschiedliche Optionen auswählen, die ich euch dann am Feld zeigen werde. So, das nächste ist eigentlich für mich das größte Highlight, denn das ist die Primus 5000, mit der macht man Pellet. Jetzt wäre es mir gerade nicht mehr eingefallen. Ja, 9.700 Liter passen da rein. Man braucht schon ordentlich eine Leistung. Also ich habe die eigentlich immer nur auf einem Fan 1050 verwendet. Also damit hat man genug PS. Wahrscheinlich wird es auch noch mit einem großen Mittelklasse-Traktor
gehen. Ja, hier Verbrauchsmittel auffüllen, manuell oder automatisch. Kostet wie immer 10.000 Euro mehr. Was man da auffüllen muss, zeige ich euch wie immer später. So, dann haben wir noch den Ballenauflöser. Also, das habe ich euch gesagt, wie viel der kostet. Die kostet 320.000 in der Anschaffung und 16.320 im Leasing. Dazu gibt es den Ballenauflöser. Den kann man ankuppeln. Da hat man hier den Pfeil. Also sozusagen so, vor mir sollte dann so die Primus 5000 stehen. Und dann kann man das auf der rechten Seite ankuppeln. Das ist, damit, da klappt sich dann ein Förderband auf. Und das, ja, da gibt man einen Ballen drauf und der wird dann zerkleinert in Pellets. Sonst gibt es hier nichts mehr. So, jetzt kommen wir zu den Auffüllungssachen. Das finden wir unter Objekte und Paletten. Ganz hinten, das ist eine Garnrolle-Palette, Netzrollen-Palette und Melasse-Palette. Alle drei je 100 Euro pro Stück. Aber... falsche Richtung. So. Ja, also man kann hier dann wie viel dann jeweils drin sein. Das geht immer um eine Reihe weg. Und somit kann man eigentlich nur das einkaufen, was man braucht. Ich habe es aber kauf's eigentlich immer voll, dann muss man nicht immer was kaufen. Es kostet aber jetzt keine mehr oder weniger. So, das gleiche bei den Netzrollen. Achso, die Garnrollen werden für die Big Bag, für die Quaderballenpresse verwendet. Wie das dann ausschaut, zeige ich euch dann noch am Feld. Ja, die werden dann für die Rundballenpresse verwendet. Ja, da gibt es dann auch immer weniger. Da kommen immer drei oder so dazu, ja. Und dann gibt es die Melasse-Palette. Da kann, ja, die ist dann für die Primus 5000 zum Auffüllen. Das ist ja eigentlich selbsterklärend und sonst gibt es hier nichts. Dann haben wir aber noch Hallen und da finden wir jetzt diesmal was Neues, denn im LS17 gab es ja das Strohbergungsset und für so circa 20 Euro waren es, glaube ich. Ich habe es nicht gehabt, deshalb weiß ich es nicht. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich es jetzt im LS19 kostenlos verwenden kann auf Konsolen und PC, denn damals gab es das nur für PC. Ja, also bei Hallen gibt es jetzt die Pellethalle leer, das ist neu, und die Pellethalle mit Garn. Ja, das zeige ich euch gleich. Und die Pellethalle mit Palettierer. Die Pellethalle leer kostet 175.000 Euro, die Pellethalle mit Garn 250.000 und die Pellethalle mit Palettierer 400.000. Hier kann man, also hier gibt es dann die Maschine, wo man diese Pellets, die man erntet sozusagen mit der Strohschwand, mit der Primus, kann man dann dort einfüllen und dann wird das in Paletten gebacken, das kann man dann verkaufen. Hier gibt es dann nichts mehr. Dann gibt es unter Diverses noch etwas, nämlich hier den Pelletverkauf. Der kostet 500 Euro in der Anschaffung. Wenn man den platziert, kriegt man dann eigentlich nur hier in der Preisliste ganz hinten, dass man die verkaufen kann. Die Heupellets sind übrigens mehr wert als Strohpellets. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man, ja, wenn man, ja, man verwendet. Also ich glaube eher, dass es schwieriger ist, weil Dreschen, da kommt eigentlich immer eine Farbe. Und da, ja, ich würde sagen eher, weil die Verarbeitung und die Herstellung etwas schwieriger ist. So, jetzt gehen wir dahin und besuchen mal unser Farmhaus und schauen uns die Hallen an. Ich beginne mal mit der Pellethalle leer. Hier kann man die Türe öffnen. Hier ist alles schön animiert und man kann... Ja, hier ist das Ding, da kommt auch ein Sound raus. Die klappt sehr. Also anders zusammen als die andere Rollfahrer, die ich jetzt gesehen habe. So, genauso hier. Dann... Nein! Hoppala! So. Und hier gibt...
gibt es dann noch ein Licht. Schalter. Okay, der funktioniert noch nicht. Das ist noch ein bisschen. Ja, jetzt geht's. Mit den Lichtern ist es noch nicht blöd. Die schauen auch eigentlich schön aus. Ja, und hier kann man halt dann Fahrzeuge lagern. Ist jetzt nichts oder irgendwas anderes. Das ist jetzt nicht so besonders. Hier. Ja, hier ist diese Pellethalle mit Garn. Da habe ich mal so Weizen reingekippt, den ich geerntet habe, um die Strohschwarz zu erhalten. Ja, das kann man hier dann in diese Fächer, ich sag dazu Fächer, einfach reingeben. Da sehen wir aber, dass das noch nicht überall so richtig ganz Kollision hat. Ja, es ist halt noch kostenlos und es ist zum ersten Mal auf Konsolen. Es wird wahrscheinlich je noch nachgepatcht. Ja, das könnte man so jetzt lagern und damit den Frontlader rausholen. Ah, da wir die Funktion schon haben, ist ja das cool. Dann gibt es hier diesen Kran. Das mit Werkzeug wechseln zeige ich euch später dann. Ja, die Kamera mag ich mehr. Das sieht man wie im Mittelmeer. So. Na, wie war das? Ah, ich kann die Steuerung. Da. So. Nein. Ich habe mir die Steuerung noch nicht So. Ja, beim PC habe ich es mir schon angeschaut, aber da war das eindeutig leicht. Ja, so ist das. Dann mache ich mir so auf. So. Ja. Dann gehen wir so runter. Dann machen wir so. Das geht eigentlich immer nur auf 99. Ja, das gibt es ja bei manchen Geräten. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob das ein Bug ist oder weil das einfach so in der Form liegt. Ist ja eigentlich egal. Hauptsache, man kann es befüllen. Und dann kann man das Ganze so wieder in den Anhänger bringen. Reinpassen tun übrigens 800 Liter in diese Schaufel. Oh Mann. So, ja, dann ist es drin. Dann kann man, sieht man hier, wurde überladen. So viel wie drin war. Ja, so soll das sein. So, hier haben wir jetzt diese Pellethalle. Also überall kann man die Lichter anmachen und die Tore aufmachen. Das ist überall gleich. Nur der Innenraum ist anders. Hier haben wir noch diese Lager. Ja, Lager. Und hier habe ich schon das mit der Primus aufgebaut. Da sieht ihr, da, wenn man das jetzt hier ab. Oh, das falsche. Das hier. Und dann hat das da. Bam. So, und dann kann man abkoppeln drücken und dann kommt da so eine Palette hin. Und ihr seht, hier ist der Pfeil. Also da muss ich hier ausstellen, dass man das Pfeil sieht. Hier ist der Pfeil. Ja, so, hier. Und dann hier ungefähr auf der Position und dann kann man das hier locker ankoppeln. Und so hier machen. Ja, und das ist jetzt die Methode, was ich euch dann später noch zeige. Mit dem Ballen einfach draufladen und dann wird das so zu Pellets gemacht und hier verarbeitet. Das ist diese Palettierer oder Pellettierer. Da kriegen wir auch eine Anzeige mit heutiger Produktion mit der Anzahl von Säcken und Paletten. Und wenn wir was reingegeben haben, wie lange der Vorrat noch reicht. Und was dieser Füllstand angenommen ist, keine Ahnung. Ja, das sieht eigentlich so aus wie Melle 17. Sehr schön gemacht. Man sieht, es funktioniert eigentlich alles gleich. Es ist halt jetzt im LS19 und halt mit der derartigen Qualität. Ja. Sonst gibt es hier eigentlich nicht viel zu sagen. Ja, da ist der Trichter, dass man das reinfüllt. Das sehen wir aber dann später. So. Wir schauen in das Feld. Im Pelletverkauf zeige ich dann noch ganz am Ende. Also ganz am Ende von der Vorstellung. Danach
habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die wahrscheinlich auftauchen würden, die noch eigentlich nicht so viele beantwortet haben oder vielleicht noch gar keiner. Und die zeige ich euch dann so und sage sie euch so. Ja, also hier habe ich jetzt die ganzen Inhalte echt. Ich habe ein bisschen dekoriert, das ist halt das größte Feld, da konnte ich ein paar Sparten verwenden. Ja, es war sehr viel Arbeit. Also wenn einer sagt, das war echt wenig Arbeit, da ein bisschen was zu stapeln. Ich habe es mit Autoload gemacht, aber es wäre nicht anders gegangen, weil ich noch nicht die Inhalte dafür hatte. Denn ich bin noch nicht so beliebt, dass ich einen Pre-Order-Code bekomme. Und selbst wenn, hätte er nichts gebracht, denn die Konsolenversion kam jetzt eineinhalb bis zwei Wochen oder so. Ja, eine Woche später aus. Ja, das ist halt dieser kleinen mit 3. Die Steuerung. Ja, es ist so wie ein normales Werkzeug von einem Radlader oder generell von so einem Lader. Dann kann man mit Y, warte, errichten wir das nochmal schön. So, dann fahren wir da hin und drücken einmal Y, dann greift er das und dann nehmen wir das so auf. Sehr praktisch. Zeige ich euch dann aber noch. Ballen lösen ist dann mit dem Kreuz nach oben. Ja, das zeige ich euch dann später noch am Feld. Anhand des Bail Collects. So, Bail Collect. So, dann haben wir hier diesen, der 5 Ballen greifen kann. Das ist ein bisschen umständlich, denn 5 Ballen kann nicht der Bail Collect sammeln. Dann ist es ein bisschen umständlich. 5 Ballen, da muss man dann noch mit anderen Werkzeugen arbeiten, dass man da 5 schlichtet oder man generell nur dran hat, ein bisschen mehr Platz, wie man halt will. Ja, mehr gibt's da auch nicht zu sagen. So, dann haben wir hier die Komprima mit der dazugehörigen Netzrollenpalette. Haube öffnen, dann öffnet sich da vorne so in die Ladung, dann kann man die Ballen aufhören drücken, dann sind 3 Netzrollen drinnen, das kann man sich so dann aus der Nähe anschauen. Sehr schön gemacht, ein nettes Detail, ich glaube das gab es eigentlich noch nicht in der letzten, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch bin. So, ist schon mal aufgeladen. Dann, wie heißt denn das nochmal? Garnrollen waren es, ja. Garnrollen. Ja, volle Portion. Ist auch da drauf. Hier kann man genauso Garnkästen absenken, genau. Das sollte das sein. Ja. Und dann sehen wir hier eine wunderschöne Animation, wie das auf. Also einmal weggeht, dann runter und dann sich aufklappt. Hier ist einmal alles, der da ja noch nichts aufgefüllt ist. Den habe ich aber so blöd platziert, dass ich jetzt ein bisschen näher. Ach, einfach ist auffüllen, füllt sich sehr schnell auf. Braucht insgesamt 48 Garnrollen. Das heißt, man ist mit einer Palette nicht voll. Man sollte, wenn man viel presst, also mehr Paletten, also mindestens 2 kaufen, dass die Presse voll ist. Ja, dann ist die ziemlich auf beiden Seiten geordnet. Hier nochmal zum Bail Collect. Ja, der ist hier noch so angekoppelt. Dann im Arbeitsmodus wird er dann sozusagen, fixiert er sich am Mann, da ist der Name immer. Hier ist der Big Bag. Ja, dann haben wir hier die Melasse-Palette mit der Primus 5000. Sehr schön.
So, hier kann man das nicht, aber was ich cool finde, ist, dass das Rohr so ausklappt. Von oben ist zwar manchmal blöd zum Händeln, aber... So. Pelletpresse auffüllen. Damit ist schon aufgefüllt. Die wird auch satt mit einer Palette, also einer Vollplatte. So, was braucht diese Primus jetzt aber noch? Denn sie ist doch nicht voll. Es steht nämlich, füllt das Gerät zuerst auf. Da braucht man Wasser. Ich habe hier jetzt so ein Mod installiert mit so einem amerikanischen Wasserhahn. Dem geht das ganz leicht, aber es geht auch super mit dem Wassertank, der im Standardspiel enthalten ist. Er braucht zwar mehr Platz, aber man kann es auch. Wie man das hier dann auffüllt, fragt man auch nicht. Ach, ich glaube, wir brauchen so ein Ding. So, wo haben wir das? Oh, da was drin. Schauen wir mal dort. Ah, jetzt geht's. Der Trick ist dahin. Logisch, oder? Wer kennt's nicht? So, jetzt ist Wasser drin, jetzt ist hier einsatzbereit. So, bevor wir aber mit der starten, möchte ich mit der Rundballenpresse arbeiten. Ah ja, wir sind ja da noch lange nicht fertig. Einmal mit Kamera noch was enthalten ist, so unter Werkzeug und Fahrzeuge, die zeige ich da, die Hallen habe ich euch ja dort gesehen. Ja, das ist dieser Ballenspieß für Quaderball ist es halt nicht die Welt, ist ja, ich will hätte eher sowas verwendet wie der Grün mit 3 und 5 Ball dann knapp. Also dann sieht es auch viel schöner aus. So, alles ist aufgefüllt, einsatzbereit. Dann können wir Blick auf Bänken drücken. So, jetzt haben wir hier eine Auswahl mit Beinbrüsten. Das sind unsere Ballengröße 1,10 Meter, 1,30 Meter, 1,55 Meter, 1,8 Meter. 1,50 sind die Standard-Rundballengröße. Dann sollte das sein, denn es gibt ein paar kleine und die normale und noch eine große. So, Ballengröße anzeigen. Wir schauen uns mal an, außer die kleine. Oh, voll. Also, die kleinste 1,10 Meter braucht 3500 Liter, um fertig zu sein. Dann kann man mal abladen drücken. Man merkt schon, dass das ein ordentlicher Unterschied ist. Finde ich, weil der Durchmesser eindeutig kleiner ist. So, jetzt nehmen wir also den Abstand drücken. Wir schließen uns 1,30 Meter machen wir jetzt. So. Echt voll. Noch ein bisschen was. So. Bei 1,30 Meter braucht man 1000 Liter, also 500 Liter mehr. Man merkt doch hier, dass der Einsatz ist. Da sieht man es noch. Man merkt es schon. Also wenn man sich das anschaut und das da drüben, man merkt. Man merkt. Man merkt. Sehr schön, dass man da andere Größen hat. So, Klappe schließen. Ja. Was diese Abdeckung hier unten ist, das ist der Ballenzähler. Wie viel man insgesamt gepresst hat mit einer Portion. Na, wie viel man am Tag gepresst hat und wie viel man... Das weiß ich jetzt nicht ganz sicher.
sich immer mit einer Ladung, weißt du, also mit, wenn die Netzrollen leer sind. Das, also 3% verliert man, wenn man zwei verschiedene Größen macht. Also 1% wahrscheinlich und 2%. So, jetzt schalten wir auf 1,55 Meter. Aber jetzt schon 5000 Meter. Also es gibt eine kleinere, aber diese 4000 Meter passt. Was ist das? Da muss ich jetzt nochmal nachschauen, nicht, dass ich da was Falsches sage. Nicht so gut, nicht so gut. 4000 Meter. Gut, dann gibt es eine kleinere, die normale und zwei größere Größen. Hier merkt man auch, dass der schon eindeutig um ein paar Zentimeter größer ist. So, dann 1,80 Meter. Geht's los. Boah, da muss man dann lange fahren, da was. So, 6500 in den Rad. Das ist das Größte. Boah, der ist riesig. So, dann können wir hier Klappe schließen, die Klappe abheben und ausschalten. Den ganzen können wir ausschalten, denn hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ja, die kann man alle aufspießen mit einem normalen Spieß und dann aufladen. Aber da gibt es jetzt keine Vorrichtung, dass man die so wie bei den Quaderballen einfach besser aufladen kann. So, jetzt geht's zum Bale Collect und der Mann, ich muss mir den Namen besser merken. Big Bag. So, dann können wir hier Garnkästen anheben. So. Und umleuchten die Farbe halt. Wow. Das war jetzt nicht so cool. Also zum Glück habe ich die gut gestartet im Auto. So, machen wir Rundumleuchten an. Dann haben wir jetzt die Auswahl, Ballensammler aufzuklappen mit A. Dann sieht man, der zieht sich da richtig an und dann klappt er sich so aus. So. Wir könnten eigentlich anfangen. Hier gibt es immer nur 4000 Liter. Und jetzt in den Laden. Das ist das Besondere an dem. Oh ja. An die Fixtur. So, dann der Entladungsmodus. XXX hat, also X steht für, dass dort ein Ball hinkommt. Also das heißt, hier werden jetzt alle drei Plätze geladen, das können wir uns mal anschauen. Ja? So, ganz verschiebt dann. Hä? Oh ja, falsches Pass. Hoppala. So. Wunderbar nicht ein. So. Und wunderbar. Aus. Bitte choppen. So, und dann fährt. Oh, ich habe was umgeschnitten. Hoppala. So, gut, dann sehen wir hier mal die eine. Dann wird es. X hat. Das war alle. Oh. Ganz ein Schiff. Gut, dann werden jetzt links und rechts alle beladen. Also links und rechts kommt ein Ball hin. Dann wird es runtergekriegt. Ja, wunderbar. So, jetzt schauen wir uns das cool an mit dem Plan. Vielleicht habe ich es richtig gesehen. Sprachen lernen, babeln und denken. Ja, ich habe noch
geladen. So, jetzt werden alle drei geladen. So. Ja, erstmal mal. So. Das sind jetzt drei. Wunderschön. Ein. Ja. Ich habe immer gedacht, da gibt es mehr Optionen. So, so. Ja gut, gibt's nichts. Also ein Ball, zwei Ball, die sind dann links und rechts. Also ein Ball in der Mitte oder hier links und rechts und in der Mitte nicht. Oder überall alle drei. Ja. Das ist eigentlich alles von der Big Bag. Jetzt können wir in den Radlader gehen. Ich möchte nicht wählen, weil da haben wir die passende mit 3. Mit 5 geht es wie gesagt auch, aber ist ein bisschen blöder zu machen. So. Also beim 5-Greifer hat man das schon gesehen. Der tut sich, also der tut sich allein schon der Ablader schwer, da 5 Ballen zu halten. Das ist schon ordentlich. Ja, ein Bein, das kann man mit dem normalen mitnehmen oder mit dem Bein, Reifer. Hier die zwei könnte man jetzt auch mit dem Dreier nehmen, aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr das mit dem Bail Collect macht, dass man die Funktionen ausnutzt. Dass man einfach drei hinlegt, dann ist das viel leichter zum Ordnen. Und so, ich finde das so cool, mit diesem, wo da einfach die Dreien runterfahren könnt, ist das viel besser. So, wir sind runter, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, dann war ich reif, wie vorher. Wenn jetzt 12.000 Liter, das kann er ja nicht gleich stemmen, drei Beine zu schaffen. Da bin ich heute Klaus Thorium. So, da vorne haben wir den Anhänger mit dem Also ich habe dreimal so eine Dreierkombination und dann hat man eine Etage schon mal fertig und dann kann man gleich oben schön draufklappen. Also im Multiplayer macht es sich ur viel Spaß, wenn da zwei aufladen und die anderen durch pressen oder noch crashen. Das ist auch macht richtig Spaß jetzt schon. Selbst im Singleplayer. Es kostet halt. Bei 400.000 nur, dass man das palettieren kann, schon ordentlich. So, dann drücken wir Ball lösen. Das ist wunderbar. Wunderschön. Ding. Und dann fällt einem auch das Stapeln viel einfacher. So, jetzt aber. Ich muss immer so switchen, weil das sonst so verdammt lange dauert. So. Der ist ein bisschen auch dann vorher. Ja. So. Ah. Oh. Wieder so gut. Was hat das? Hä? Hm? So, das ist da, weil sich das so bewegt, weil ich dachte, bei Anschalten bewegt sich nicht und bei Abschalten bewegt sich nicht. So, jetzt ist das Hotel ist noch angezeigt. Ah ja. Ja, mit 10.050 kann man maximal 10 mal fahren. Was ich cool finde an der Krimus, also auch Krimus und generell, es ist nicht so, dass ich das eigentlich fast eben auffüllt, sondern einmal links, einmal rechts, so wie die Körner fallen. Das ist schon cool. Ich werde dann, sobald der erfährt, werde alles wieder aufladen. Und dann, ja, dann machen wir das mit dem Heu. Und
da gibt es auch eine besondere Funktion mit dem Pellet, beziehungsweise nur den Heupellet. Dann sollte das so bei den Tieren stehen. Ja. Ja, also man kann keine Strohpellets verwenden, sondern nur Heupellets. Und das halt bei der Nahrung bei Kühen zum Beispiel, bei Heusilage kann man auch jetzt Heupellets reingeben, was ich sehr praktisch finde, weil das ist eindeutig weniger Arbeit als wir in der Fischheit zu machen. Also das sind doch eindeutige Fehler. Das war auch am PC, wo ich das vorbereitet habe, aber dann hatte ich keine Lust, das aufzunehmen, weil das nicht so viel aussah. Der Bär tut einfach seine Arbeit beenden automatisch, sobald man durch irgendeine Lücke fährt. Das ist noch ein großer Fehler. Darf er nicht, wenn das der Fluss muss. Oder vielleicht ist das als Feature vorgesehen, weil vielleicht tut er ja auch nicht echt, sobald sie kein Fluss in der Nähe hat, war einfach auch. Sollte es wahrscheinlich nicht. Man kann sie auch nicht so einstellen. So, 1000 Liter Fassvolumen erreicht. Wir klappen das Rohr aus. Ach, zu kompliziert. Wo habe ich denn? Das war der John Deere, der soll dastehen. Ja. Ah. Kommt manchmal schon zu früh die Animation. Und die hört irgendwie zu viel auf. Oder doch schwindet irgendwie teilweise. Hier jetzt nochmal bei der Fremus, dass ihr das seht. Auch beim Entsaugen, das geht wirklich von der Mitte aus. Und das war so richtig viel gemacht. Ja. Die Animationen sind nicht so scharf, aber halt irgendwie, wenn es heißt. Oder auch von so nicht, aber mit Gegen. Ich glaube, es ist ja logisch, dass die besser haben. So, haben wir das? Ja. Eigentlich wäre das jetzt so vom Stroh. Aber ich möchte euch noch in der nächsten Folge, das habe ich mir gerade überlegt, in der nächsten Folge, ich mache also zwei Folgen von dieser Mod-Vorstellung, also zwei Teile, wo wir uns in dem nächsten Teil die, also Volk und die Pellets anschauen und die Fütterung von Kühen und die Produktion von Pellets, also mit Paletten und so. Das heißt, das ist jetzt mal, wie die Maschinen funktionieren, wie sie kosten, das war jetzt mal so ein bisschen allgemein, ja. Und vielleicht kommt dann noch ein dritter, wo wir dann wirklich alle Reste noch runterholen vom Feld und dann schauen, wie viel wir so schaffen. Das kommt aber darauf an, ob die Mod-Vorstellung bei euch gut ankommt. Ja, also deshalb würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Teil von einer Strohbergungs-Set-on-Mod-Vorstellung. Ja, tschüss!